Your attitude, old man. Hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Movement at the Monastery. Absolut auf Abwägen sind wir hier unterwegs. Ich musste jetzt echt eine Lösung schauen, Leute, weil ich nicht mehr vor und zurück wusste. Wir sollen noch gar nicht hier sein eigentlich. Normalerweise kommt man von hier. Dann steht hier links Yeshi. Und wir haben eine Fackel, mit der wir hier diese Seile anzünden können. Ich weiß nicht, warum wir über diesen komischen Gang hierher gelangt sind. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen resetten wir das jetzt gerade mal so ein bisschen. Gehen hier nochmal weg, weil das bringt hier einfach gerade noch gar nichts. Auch mit diesem komischen Kopf hier, wo wir irgendwas einsetzen müssen, wo noch was fehlt. Das ist noch ein großes Rätsel für mich, was es damit auf sich hat. Was ist denn das? Sie waren doch vorher nicht da. Waren das gerade Spinnen? Also ich weiß auch nicht, Leute. Also irgendwie haben wir hier, glaube ich, an der Stelle irgendwas falsch rum gemacht. Oder angespielt und müssen eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal offiziell hierher. Auf jeden Fall, mir war das jetzt alles zu viel. Und ich habe mir gedacht, hey, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Da, wo wir die Gebetsrollen suchen und machen erstmal das. Und machen so Schritt für Schritt. Weil sonst komme ich hier noch komplett durcheinander. Ich habe schon überhaupt keinen Überblick mehr, was jetzt wo noch offen ist und was nicht und überhaupt. Deswegen gehen wir einfach jetzt erstmal weiter, suchen die vier Gebetsmühlen oder Rollen oder wie auch immer man das nennt. Ja, und dann wird man früher oder später schon wieder dahin gelangen und dann auch wissen, was zu tun ist. Also, gehen wir weiter. Lassen das erstmal hier zurück. Ich weiß auch nicht, was das mit diesen komischen Luftballons jetzt war. Die sind jetzt irgendwie auf einmal auch weg. Irgendwie finde ich das alles sehr, sehr verwirrend hier. Wenn ich das mal so stehen lassen darf. Okay. Was ich so ein bisschen beim Durchsippen gesehen habe in der Lösung. Weil ich musste wirklich erstmal diese Stelle suchen, wo wir waren. Das hat echt ewig gedauert, bis ich das gefunden habe. Wo ich überhaupt nicht weiter wusste. Da habe ich so ein paar Sachen gesehen, also Kleinigkeiten, die wir gerade mal nachholen könnten. Wo sind denn hier diese Fackelsticks? Irgendwo lagen die doch hier rum, oder? Ja, hier. Und haben wir hier auch irgendwo ein Feuer? Und jetzt haben wir wieder diesen schönen, beruhigenden Gesang. Das finde ich sehr schön. Die Frage ist halt, haben wir hier irgendwo Feuer in der Nähe? Kriegen wir von hier irgendwo Feuer? Also ich glaube, hier wird es schwierig. Nee, ich glaube, hier oben ist es schwierig. Gut, vielleicht geht das jetzt auch noch gar nicht, was ich gesehen habe. Und zwar kann man nämlich hier drüben... Jetzt müssen wir erstmal kurz hier drauf. Genau. Das Gestrüpp hier oben anzünden. Und da findet man so ein paar Goodies. Ach ja, und was ich auch gesehen habe, und das ist es doch auch schon... Das passt doch jetzt eigentlich gut zusammen. Das kann man nämlich einschießen. Das habe ich in diesem Video gesehen. Knowing others. Ach, da unten kann man das dann auch anzünden übrigens. Und diese Blumenschalen kann man ein bisschen so... Oder, ah, nee, da kann man reingreifen. Also das eine kann man anzünden. Und bei dem kann man reingreifen. Und was rausholen. Das haben wir ja oben auch schon rausgefunden. Ich finde mal nochmal ein bisschen Munition. Ja, genau. Also das handelt... Dabei handelt es sich sogar hier um ein Secret. Medipack-Secret. Wohl bemerkt. Was ich jetzt im Zufall beim Durchscrollen gesehen habe, weil man da halt zu der Stelle kommt, wo ich nicht weiterkam und ich nach dieser Stelle gesucht habe. Also ich wollte jetzt nicht cheaten und mogeln, aber ich habe jetzt einfach erstmal eine Orientierung gebraucht und da war einfach die Lösung gefragt. Das macht jetzt auch Sinn, weil dann kommen wir dahin, wo wir gerade hingen und können das Ganze von der anderen Seite mal ein bisschen aufrollen. Ist vielleicht gar nicht schlecht. In der Dunkelheit, all light is your, was auch immer, move to your here for a gift may just appear. Okay. Auf jeden Fall, was ist da oben irgendwas? Also genau habe ich mir das im Video natürlich nicht angeschaut. Da kommt man wahrscheinlich irgendwann auch mal runter. Sieht mir bald so aus. Wir müssen auf jeden Fall hier lang. Okay, das war nicht richtig.
In Darkness go. All light is your... Ah, wir dürfen keine Fackel anhaben. Wir müssen in die Dunkelheit gleiten. Sehe ich das richtig? Ist ja auch interessant. Aber richtig war das nicht, oder? Aber wir sind auf jeden Fall schon mal weiter gerutscht als vorhin. Ach, jetzt habe ich gerade eine Fackel angemacht. Das darf man natürlich nicht. Okay, das ist interessant. Oh Gott, das hat mich gerade ein bisschen erschreckt, was da runtergerieselt ist. Aber das war nur so ein Blatt von so einem Baum. Okay, gehen wir nochmal in der Dunkelheit darunter. Ich weiß halt nicht, wie lange. Irgendwann muss man wahrscheinlich springen. Ach, jetzt haben wir uns irgendwo hochgezogen. Aber jetzt kam er wieder hier raus. Das war nicht richtig. Ich muss das übersetzen, Leute, weil sonst verstehe ich es nicht ganz. Also, Übersetzer raus. Übersetzer. So, jetzt warten, bis die Kamera da erscheint. Jetzt. Und jetzt müssen wir den Text uns nochmal herholen. Jetzt will er aber nicht mehr. Da haben wir ihn. 2. Mai steht da, hä? In der... Oh, jetzt ist es schon wieder weg. Das ist anstrengend, Leute. In der Dunkelheit ist alles Licht dein Feind. Bewegen Sie sich zu... Ach. Es geht zu schnell. Bis der Übersetzer das erkannt hat, ist schon wieder der Text weg. Das ist halt... Ja, wenn man einfach nicht gut Englisch kann. Das wird mir immer wieder zum Verhängnis. Bewegen Sie sich zu dem, was Sie hören, denn möglicherweise... Ah! Wir müssen also das durchführen, was Lara für Geräusche von sich gibt. Möglicherweise erscheint ein Geschenk. Verstehe. Okay, das macht Sinn. Wir müssen hören, was Lara sagt. Oder wie sie sich bewegt. Und müssen das nachmachen, diese Geräusche. Also, sie springt hier ab und sie krallt sich fest. Und, das müssen wir irgendwie ausführen. Okay, also erst, also sie rutscht erst. Dann springt sie und dann hängt sie sich fest. Also müssen wir erstmal rutschen, dann Alt und STRG dann drücken. Okay, wir haben zu früh STRG gedrückt. Aber ich glaube, das war gerade... Ich habe gerade ein anderes Geräusch gehört. Ich glaube, das war richtig. Nochmal. Nee. Ja, ich bin jetzt so leise, weil ich genau hinhören muss, was da passiert. Okay. Ah, das ist irgendwie voll schwierig, dass, ich speichere jetzt hier mal zwischen. Okay, das war schon mal falsch. Ja. Ah. Ah. Cool. Ja, das war gut. Wir haben ein... Okay, das habe ich in der Lösung gesehen, aber... In der Lösung kam man doch dann da raus, wo wir gerade nicht weiterkamen. Das ist ja interessant. Weil hier kommen wir jetzt wohl ganz anders raus. Oder gibt es nochmal so eine Stelle? Ach Leute, ich bin schon wieder verwirrt. Weil das war jetzt nur das Secret. Normalerweise hätten wir jetzt zurück zu der anderen Stelle kommen müssen. Mich verwirrt das alles schwerst. Das ganze Level hier macht mich fertig.
Ach doch, hier drüben war noch was. Jetzt, genau, fällt's mir gerade ein. Das hier. Ah, so hing das zusammen. Den Buddha muss man reinschieben. Und dann kommt man nämlich hier zu der Stelle. Jetzt habe ich's. Ah yes, the Pit of Doom. Our combat training arena. Yes, when we are butterfly catching, we must be prepared to defend ourselves from all sorts of creatures. For you, Lara, this is your challenge. As I have discovered, you like to destroy pots. I've hidden some keys for you under their spots. Only two you will need in order to proceed. But don't be so hasty, for these pots contain something rather nasty. There, see, another easy task. And I hope you don't mind, but Barry and Sangmyu wanted to watch. Good, good. Okay then, have fun down there. Bless your luck. Jetzt macht das nämlich auch Sinn, weil diese Tür auf ist und wir jetzt was tun können. Das ging vorher eben nicht. Schneeleopard. Und Krokodil. Aber ich glaube, das ist nicht richtig, weil wir müssen ja erst mit dem Feuer den Stein hier runterschmeißen. Das habe ich halt gesehen noch in der Lösung. Das heißt, wir brauchen eigentlich erstmal Feuer. Ich bin etwas größer. Ja. Ach, weil der auf dem Topf steht, okay. Ja. Okay, also, wir brauchen erstmal irgendwie Feuer. Wo kriegen wir Feuer her? Dann können wir nämlich das Gestrüpp da oben anzünden und dieses Rätsel lösen. Aber wir brauchen dazu Feuer. Wo kriegen wir Feuer her? Da oben brennt ein Licht. Ach, in der Küche, oder? Gibt es in der Küche vielleicht Feuer? Da gucken wir jetzt mal, weil das könnte natürlich hilfreich sein. Was stand da jetzt schon wieder? Can see a coin? Nochmal. In the well. If you there was something hanging around, I could use a break through the grill. Was? Ach so. Kann man das mitnehmen? Weil das kann man vielleicht unten da bei diesem Giftshop einsetzen. I can see a coin in the well. Also da ist ein Coin drin, das sehe ich auch. Wenn alleine das... I could use to break through the... Ach, ich verstehe es einfach so schlecht, Leute. Es ist so peinlich und es tut mir so leid, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich muss es wieder übersetzen. Es bringt alles nichts. Ich entschuldige mich in allerschärfster Form dafür. Das ist echt schwierig mit meinem Englisch. Ich sehe eine Münze im Brunnen, genau. Wenn nur etwas herumhängen würde, mit dem ich den... mit dem ich da den Grill durchbrechen könnte. Ah, okay, da müssen wir also auch wahrscheinlich einen Stein draufschmeißen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Da brauchen wir dann wahrscheinlich auch wieder das Feuer zu. Weil da oben war doch auch so ein Stein. Und dann können wir auch diese Münze unten an dem Automaten einsetzen. Das würde irgendwie Sinn machen. Ach, hier ist Uzi-Munition. Guck mal an. Das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Ah ja, das... Ja. Machen wir die Fackel jetzt hier geschmissen. Ich lade das jetzt nochmal, weil mir irgendwie die Fackel jetzt dadurch abhanden gekommen ist. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Ja, es ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex, das Ganze hier. Und es überfordert mich etwas. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Also sehr, sehr, sehr forderndes Spiel hier. Okay, das haben wir jetzt gelesen, das wissen wir. Gucken wir erstmal, ob Feuer da drin ist, dann findet man vielleicht die Fackel auch wieder einfacher. Hier, guck mal an. So.
Das ist doch schon mal ein Fortschritt. So, den Speisenaufzug können wir noch nicht bewegen. Da ist irgendwas noch fail. So, jetzt lass mal kurz das fallen, damit ich hier einmal die Munition noch mitnehmen kann. So, nehmen die Fackel mit. Holen jetzt erstmal die Goodies, würde ich sagen. Müssen dann noch überlegen, was können wir tun, dass wir an diese Münze kommen. Ob da irgendwo was hängt, was man irgendwie... Da oben ist eine Seilbahn. Ja, das kann sich früher oder später auch irgendwie noch erschließen. Weiß ich jetzt aber gerade nicht. Ja, wie gesagt, ich bin hier gerade ein bisschen überfordert mit allem. Bin froh, wenn ich es jetzt schaffe, mal ein paar Goodies zu holen. Und an der anderen Stelle vor allem weiterzukommen. Weil es macht keinen Sinn, 1000 Sachen anzufangen. Und aber irgendwie... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall können wir das jetzt erstmal hier anzünden. Das geht nämlich. Wow, jetzt habe ich mich davor erschreckt, obwohl ich es wusste. Ja, das war klar, dass Lara das mitnimmt. Mensch. Das sollst du mitnehmen, Lara. Wunderbar. So, wir haben jetzt die Fackel hingeschmissen. Wahrscheinlich ins Wasser und kommen nicht mehr dran, oder? Wisst ihr was? Wir holen uns einfach gerade mal eine neue. Das ist mir jetzt hier alles zu blöd. Das ist mir gerade zu blöd. Wir haben ja genug. Noch. Ich hoffe, das bleibt so. Aber ich glaube, hier drüben liegen ja auch noch welche, ne? Also man kann auf jeden Fall ein paar verspielen, weil hier sind auch noch welche. Ist ja gut, dass hier überall so ein paar Stöcke rumliegen, die man anzünden kann. Also jetzt nochmal in die Küche. Achso, das war das hier. Hier müssen wir hoch. Und die Folge ist schon wieder rum, Leute. Und wir haben nichts richtig vorangebracht. Das ist echt Wahnsinn. Das ist echt krass. Also wir kommen überhaupt nicht vorwärts in diesem Spiel, habe ich so das Gefühl. Weil es einfach so wahnsinnig komplex ist. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie besser blickt als ich. Das würde mich mal interessieren. Also ich bin echt ein bisschen überfordert mit diesem Spiel. Muss ich echt an der Stelle nochmal sagen. Und mich auch dafür entschuldigen, dass das hier so verwirrend alles ist. Fällt mir irgendwie nicht einfach hier. So, dann machen wir erstmal Feuer hier. Das können wir wenigstens. Wir wissen auch, dass wir das da oben machen können. So, jetzt haben wir schon mal einen Brocken runter. Das können wir mit den anderen aber auch tun. Deswegen machen wir das jetzt mal. Aber da kommen wir, glaube ich, nicht so einfach hoch. Weil da oben sind nämlich auch noch so Seile, die man nämlich auch damit anzünden kann. Gute Frage. Müssen wir das jetzt machen oder nachdem wir da unten waren? Weil ich wüsste nicht, wie man jetzt mit der Fackel da hochkommen soll. Also gehen wir erstmal runter. So, jetzt kommt der erneute Kampf. Und wir brauchen eine bessere Waffe. Und das sind jetzt plötzlich zwei. Vorhin war das nur einer, oder? Ne, die nicht. Die da. Ja, ich wollte schon sagen, hat man einmal schwere Gegner, kann man die Waffe nicht nutzen, oder was? Moment, hat er sich gerade aufgelöst oder teleportiert? Okay. Okay, das geht. Das hat geklappt. Da kommt ja noch einer. Kommt der jetzt hergespawnt? Oder je mehr mit zerstören, desto mehr kommen? Ach du Scheiße. Oh, was? Da kommt ein Tier oder was? Das ist ja auch aufregend. Irgendwas? Excellent fighting so far. Time for a breather.
Now we'll see how others have judged your behavior. I'm not good here. Okay. Damn you, Lara. Wait a minute. Oh, someone's burnt my rope. Okay, er ist gerade in Flammen aufgegangen. Oh, this is for shooting up the boxes in my barn. Oh Gott. Irgendwas haben wir nicht richtig gemacht, Leute. Joa. Ich würde sagen, das wäre was für die nächste Folge, oder? Dann sehen wir uns hier wieder. Bis dann. Ciao. Komm, töte uns doch. Komm, töte uns. Kann man überhaupt sterben hier? Gar nicht so einfach zu sterben. Na egal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.